Hi Leute, ich bin's wieder, Lego Star Wars Freak 333 und ja, heute mache ich ein weiteres, naja, ich sag mal Showcase-Video und diesmal über den Custom Rex aus Staffel 4. Den habe ich heute zu Ende gemacht. Seht ihr auch im neuesten Update. Guckt euch das an, wenn das schon hochgeladen ist, wenn ihr das hier anguckt. Ja, ich fange einfach mal beim Helm an. Der Helm wurde mit Revell Aqua Color Farben bemalt. Hier halt diese Umrandung, der Atemschlitz, diese Atemdings da, diese Hörner. Dann wurde hier von mir reingebohrt. Dann habe ich da so eine Antenne reingesteckt halt. Kann man auch bewegen, aber fällt halt manchmal raus, aber naja. Ja, das Portion ist einfach aus Google Bilder rausgesucht. Also, um mal das Thema, woher habe ich meine Decals und so, einfach alle mal hoffentlich abzuschließen. Viele fragen mich das. Ich habe meine Decals so gut wie immer aus Google Bilder. Ich gebe einfach in Google Bilder zum Beispiel Season 4 Rex Decals ein. Dann kommen halt ganz viele Ergebnisse. Da suche ich mir halt die besten raus. Ja, und dann speichere ich die halt in eigenen Bildern, drucke die aus, probiere das halt erst mit normalem Papier, bis ich die richtige Größe habe. Dann mache ich es auf Klebefolie. Also es ist so ein gesamtes so ein Papier, wo halt so ein Klebepapier oben drauf ist. Also es ist keine Folie, sondern halt Klebepapier. Da drucke ich das aus. Dann nehme ich, das ist ein ganz guter Trick, Klebeband und klebe das über die ganzen Decals drüber. Und dann schneide ich es aus. Das ist hier eigentlich so umgefallen. Egal. Ja, dann schneide ich das halt aus und dann sieht man, das glänzt hier ganz schön, wie ich finde. Ja, schneide ich die halt aus und klebe die auf. Manchmal habe ich auch welche aus Flickr, zum Beispiel für einen Command Monk, die Decals, die da drauf sind. Da sind auf Flickr. Ja, weil ich in Google Bilder keine gefunden habe, keine Ahnung warum. Ja. So viel zu dem Helm und zum Portion. Auf der Brust und auf dem Rücken ist kein Decal. Habe ich einfach die aufgedruckte Klon-Decal einfach genommen gelassen, weil die waren genau gleich. Ja, Arm-Decals sind auch mit Klebeband überklebt. Glänzen auch. Genauso wie die Bein-Decals. Die habe ich ein bisschen gekürzt. Ja, Beine kann man zwar nicht bewegen, aber finde jetzt auch nicht so schlimm. Ja, dann hat er halt so ganz normale Lego Blaster Pistolen, DC-15 oder wie die heißen. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. Ja, hier ist halt nochmal der Staffel 1 Helm. Kann man auch drauf machen. Einfach hier den Helm ab mit dem Kopf. Tut hier halt den Schwappenkopf und tut hier halt den Phase 1 mit dem Rex-Kopf drauf. Kann man es ein bisschen gerade machen. So sieht das dann auch. So sieht das dann aus. Finde ich ist auch ganz cool. Das Portal passt jetzt nicht so unbedingt mit diesem Dings hier dran, aber ich finde, es sieht trotzdem ganz cool aus. Man kann es trotzdem für beides verwenden. Und ja. Den anderen Helm drauf. Kleinen Moment. Okay, ja. Das ist halt Rex aus 4. Ich hoffe, er gefällt euch. Immer bewertet, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.